Sammasana ist wörtlich die Stellung der Ruhe. Sammasana ist in einem weiteren Sinne die Bezeichnung für Meditationshaltungen, wo du eben zur inneren Ruhe kommst, zu Sama. Sama ist ja auch die Bezeichnung des ersten der sechs edlen Tugenden, die Shankaracharya erwähnt. Und diese innere Ruhe, die geistige Ruhe, erreichst du in der Meditation. So als also Sammasana die Bezeichnung für Meditationshaltungen. In einem engeren Sinne gibt es vier Haltungen, die als Sammasana bezeichnet werden. Und in einem noch engeren Sinne gibt es eine. Zunächst ist Sukhasana, also der Schneidersitz, die einfache kreuzbeinige Stellung, eine Sammasana-Variation. Als zweites gibt es Muktasana. Und Muktasana heißt, ein Bein vor das andere legen und die Knie dabei auf den Boden. Unter westlichen Aspiranten eine der populärsten Meditationshaltungen. Dann gibt es Ardha Padmasana, den halben Lotussitz, einen Fuß unter einen Oberschenkel, den anderen auf den Oberschenkel. Das ist die zweite der populärsten Sitzhaltungen für die Meditation unter nicht nur westlichen Aspiranten, vermutlich unter indischen Aspiranten die populärste. Als viertes ist der volle Lotussitz, Padmasana, eine Variation von Sammasana. Und in einem engeren Sinne wird einfach nur gesagt, Sammasana selbst ist Padmasana, eben der Lotussitz. Alle Meditationshaltungen, es gibt nämlich noch mehr und es gibt noch mehr Empfehlungen, wie du die Hände geben kannst, wie der Brustkorb und der Kopf ist, findest du auf unserer Internetseite yoga-vidya.de sowie in der Yoga-Vidya-App unter dem Stichwort Sitzhaltung oder Meditationshaltung.